So. Muss ich echt Schicht für Schicht gucken wahrscheinlich. Nur einen Baum, den nehmen wir mit. Mit. Das kommt auch weg. Kann ich ja auch schon mal wegreißen. Auch direkt wieder mit Erde ausklatschen. Super. Jetzt kommen nämlich die ganzen Lieder, die mir auf dem Headset ganz komisch klingen. Aber wie gesagt, es liegt wirklich am Headset, als würde es nur zwei Tonarten wiedergeben können und nicht mehrspurig. Wird aber noch eine Menge hier, ey. Wenn ich das an Erde bekomme, wenigstens wieder. Warum verlängern wir denn nach unten? Können wir aber hier rundherum schon mal, damit es die Kate wegkloppen. Der Klotz kann auch weg dann. Ich wahrscheinlich auch wieder bis zum Stamm hier raushauen. Ne, der konnte ja bleiben. Ach scheiße, na egal. Der kommt weg. So. Wegkloppen. Man kann ihn direkt schon mal verlängern. So. Ah, die Erde konnte ich verlassen, Mann. Gleich 5 Minuten vor 4. Reiße ich das hier noch gerade mit weg. Spitzhacke jetzt wieder kaputt. Eine habe ich noch. Mal gucken, ob ich die vielleicht da bis zum DK bringe und dann Lecco Mio. Ich denke mal eine Aufnahmepause mache.
Da habe ich heute wieder einiges terraformt. Passt dann also. Oh. Fuschen. So. Zubidabo, zubidabo, snubdiblubabandubido. Hier noch. Schwupp, schwupp, schwupp. Sache, was das Ganze hier angeht, wird noch einiges auf uns zukommen. Boah, jetzt wäre ich fast hier runtergeklatscht. So. Ich direkt schon mal auskleiden. Lang. Muss ich den Baum hier nur wieder wegreißen. Beziehungsweise den Ansatz vom kleinen Bäumchen. Ich hoffe, wird gleich auch schon hops gehen. Oder haben wir ja noch ein, zwei, glaube ich, auf Tasche. Reihe für Reihe wird es langsam. Betonung liegt auf langsam. Werde ich gleich wahrscheinlich auch irgendwo runterfallen, glaube ich. Da. Teilweise hier schon Erde. Das ist doch schon mal ein bisschen Ersparnis. Muss ich halt jetzt gleich nur aufpassen beim Wegschrubben hier. Dass ich nicht hier runter klatsche. Genau. So. Ich muss den Zehner stacken hier. Den ganzen Tag durch den Kopf gehen lassen, ob ich das wirklich machen soll mit dem Age of Mythology, wie ich mal angekündigt habe. Bock hätte ich da ja schon drauf, bin ich ganz ehrlich. Ein richtiges Trash-Gamer aus dem Lameng-Zaubern so ungefähr. Trash-Uralt-Game, eher gesagt. Ja. Wie gesagt, Bock hätte ich da auf jeden Fall drauf. Ein Let's Play könnte man auf jeden Fall daraus machen, weil eine super, super lange Storyline. Also wenn man die Quests im Einzelnen durchzockt, auf jeden Fall. Multiplayer lohnt sich dafür nicht. Denn es wird auch kaum noch einer im Multiplayer zocken.
Wobei es für mich immer ein super spannendes Game gewesen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, ehrlich. Wurde mir auch nicht langweilig. Sogar meine damalige Freundin hat Spaß an dem Spiel gefunden. Wir haben uns ab und zu mal heiße Matches zu Hause geleistet im Allgemeinen, geliefert. Und ja gut, zum Schluss. Keiner von uns konnte wirklich gerne und gut verlieren. Ja, ist dann ab und zu mal wirklich eine schlechte Laune ausgeartet. Das war nicht so prickelnd. Aber nun ja. Spaß hatten wir trotzdem im Spiel. Ich habe Angst, hier gleich runter zu klatschen, ey. Einmal unachtsam und dann zack, bist du weg, so ungefähr. Manchmal wieder ein Lied, was auf meinen Ohren funktioniert. So. Wie gesagt, die Lagune unten werde ich lassen, weil ich denn hier auch einen schönen Runterweg gebaut habe dafür. Also hier das. So, das war die Spitzhacke. Hoppala. Das ist gerade nochmal hier auskleiden. Und wie ich das schon angekündigt habe, werde ich da mal eine kleine Aufnahmepause machen. Schaufel hier noch crashen gerade, wenn ich es da hinbekommen sollte. Dunkel wird es auch schon wieder. Wen wundert's mal wieder? Zack, ist die Schaufel auch hin, dann passt das ja. Hier gerade noch die Erde reinklatschen. Und dann machen wir uns auf den Heimweg. Und hier könnte ich eigentlich schon ein Dschungelbäumchen pflanzen, ne? Ein Sapling, ja, siehst du, habe ich hier noch dabei. Ich stehe einfach mal so hier hin. Dann lege ich gerade noch das Inventar, mache mir noch neue Werkzeuge und dann werde ich mich für heute mal ausloggen. Kann ich schon mal mitnehmen. Oh, hier fehlt sogar eins. Ich ringe die ganze Zeit mit mir, einen großen Fernseher auf Ratenkauf zu besorgen, weil momentan bei uns ein großes Geschäft so ein richtig geiles Teil im Angebot hat. Weil ich auf 12 Monatsraten halt kaufen könnte. Was mich halt interessiert ist, wenn man die Summe frühzeitig ableisten kann, ob die sich drauf einlassen oder nicht. Das weiß ich halt nicht. Wäre schon genial, wenn ich den nächsten oder übernächsten Monat die Quote schnellstmöglich wieder zusammen habe. Dann auch direkt das wieder eintauschen zu können. Beziehungsweise bezahlen zu können. Na, damit ich ja nicht so meine 12 Monate warten muss, wäre ja übel.
So, was kann ich denn noch wegtun? Äpfel und Mr. Flintus. Holz behalte ich mal drin. Die Kohle auch. Was wollte ich denn jetzt wegtun? Äpfel. Äpfel, Äpfel. Oh, einige zusammenbekommen. Oh, mal richtig setzen hier. Jetzt muss ich mir noch gerade neue Werkzeuge. Cobblestone. Kies können wir auf jeden Fall wegtun. Boah, da haben wir aber auch einiges von, ey. So, jetzt mache ich mir noch neue Werkzeuge und dann werde ich eine Aufnahmepause machen. Zack, zack. Spitzhacken. Wobei ich ehrlich gesagt auch mehr von brauchen werde. Mir nichts anderes übrig. Zwei 64er stacken, dann machen wir da raus direkt El Stico. Eine Spitzhacke noch. Und nochmal zwei Äxte. So, es wäre zwar wenig Platz im Inventar, aber weißt du was? Klatsch mal ein bisschen Holz weg. Ja, das ist Tropenholz. Hier ist Fischenholz. Den behalten wir. Gut, dann passt das schon wieder hier. Moment, jetzt wollte ich mal gucken, haben wir noch Dschungel-Saplings? Haben wir noch ein paar? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, 10 nach 4 haben wir jetzt. Hab ich noch was ich hier reinklatschen kann? Nein. Gut, dann, ja doch, komm. Ich werde dann jetzt mal eine Aufnahmepause machen, bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt ein bisschen langweiliger wurde. Ich weiß halt nicht, wenn man so Terraformen betreibt, was man da groß verlabern soll. Ich wollte mir immer mal Themen vorbereiten, aber dann halt mal schauen, was da noch auf uns zukommt in dem Spiel, und dann gucken wir im Allgemeinen mal, ne? Wie gesagt, ich werde noch einige andere Spiele an Let's Playen beziehungsweise testen, wo ich euch dann auch auf dem Laufenden halte. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns dann wieder, wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Abend oder guten Morgen. Wir sehen uns dann, ne? Ciao, ciao!